Guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander. Ich befinde mich auf der Via Claudia Augusta, kurz vor Trient, und fahre heute weiter in Richtung Venedig. Und wenn du wissen willst, wie weit ich heute komme, dann bleib dabei. Ich bin zurück an der Edge und der folge ich jetzt weiter bis Trient. Ich glaube aber nicht, dass ich in die Stadt reinfahre. Ich möchte lieber vorher abbiegen und dann wieder auf den Weg zurückkommen. Die Stadt ist mir einfach zu groß. Ich habe jetzt auch die letzten 14 Tage so viele Städte gesehen. Da brauche ich jetzt nicht noch eine. Ja, wollen wir mal sehen, wie es hier jetzt weitergeht und ob ich den Weg dann finde. Erstmal geht es hier jetzt weiter über den Edgetal-Radweg, der hier über den Damm führt, der die Obstplantagen vor dem Hochwasser der Edge schützt. Die Nacht war ganz gut, trotz Bahnlinie nebenan. Ich war so müde, ich habe Ohrstopfen reingetan, da habe ich einfach durchgeschlafen. Ja, und heute Morgen gab es in der Bar vom Campingplatz ein Espresso und ein Cornetto mit Pistazienfüllung. Das war so süß, so viel Zucker drin. Das sollte mich jetzt ein paar Kilometer weit bringen. Jetzt führt der Weg ein ganzes Stück von der Edge weg, weil hier ein Fluss in die Edge mündet und es gibt keine Brücke hier unten und da muss man erstmal ein Stück flussaufwärts fahren. Jetzt geht es hier zwischen Edge und Autobahn entlang. Das ist ziemlich laut. Ich bin froh, wenn ich gleich abbiegen kann und dann geht es wieder in die Berge. Ich habe mir da einen Campingplatz in ungefähr 40, 45 Kilometer Entfernung rausgesucht. Aber das wird eine ganz schön anstrengende Etappe. Es geht halt wieder in die Berge und da kann auch ein Pass dazwischen sein, ich weiß es nicht genau. Und dagegen wird der Reschenpass ein Klacks gewesen sein, von der Steigung her. Naja, wir werden es sehen. Das ist jetzt der Blick zurück von da, wo ich komme. Jetzt hat mich eine Biene in den Fuß gestochen. Wahrscheinlich ist sie da drunter geraten. Oh, das tut weh. Ich habe jetzt das Zentrum von Trient ausgelassen und versuche jetzt die Stadt zu verlassen. Es geht eigentlich bisher ganz gut. Es sind große, breite Fahrradwege, die am Verkehr vorbeiführen. Ja, jetzt ging es heftig bergan. Da kam ich her, da geht's rauf. Ich weiß gar nicht, ob das hier der offizielle Weg der Via Claudia Augusta ist. Ich habe eigentlich seit dem Reschenpass keine Via-Zeichen mehr gesehen. Ja, ich habe mir da so einen Track aus dem Internet runtergeladen und jetzt geht's hier über Stock und Stein sozusagen. Ich nehme jeden Hügel mit, den es auch nur gibt. Ich fürchte, das geht nachher einfach auch wieder runter aufs Straßenniveau. Aber das Straßenniveau ist halt besetzt von großen Straßen und die kann man nicht so gut mit dem Fahrrad fahren. Deswegen nehme ich das jetzt hier mal in Kauf. Auf dieses Niveau bin ich vielleicht auf 500 Meter Strecke hochgekommen, also es war steil. Wenigstens scheint es ein offizieller Radweg zu sein. Aber wer sich das ausgedacht hat, hier raufzukommen, der muss schon ganz schön sportlich gewesen sein oder kein Gepäck dabei gehabt haben. Das musste ich schieben, das war zu steil. Wer sich das ausgedacht hat, meine Güte, die Italiener, die haben es drauf. Ja, da vorne geht es aber auch schon wieder hoch. Also wenn das jetzt heute so weitergeht, dann schaffe ich auch die 38 Kilometer nicht, sondern muss mich mit 20 zufrieden geben. Ja, ein Glück habe ich Trient ausgelassen und bin heute Morgen so relativ früh rausgekommen, denn sonst hätte ich das in der vollen Mittagshitze hier machen müssen. Das war jetzt schon warm genug, aber immerhin gab es ab und zu mal Schatten, wo man sich ausruhen konnte. Ja, mal sehen, ob es jetzt mal gleich über den Berg rüber ist. Jetzt habe ich mich auch noch verfahren, aber es war ganz gut. Bin an einem Supermarkt vorbeigekommen und konnte hier, ohne das Gepäck abzuschnallen, einkaufen gehen. Habe ich mir ein paar Brötchen besorgt mit Käse und da kann ich nachher Mittagspause machen. Jetzt dachte ich, ich wäre jetzt mal langsam über den Berg rüber. Bin ich aber nicht. Wunderschön hier oben.
Wäre eigentlich auch kein Problem, hier hochzukommen, wenn diese Anwohnersträßchen nicht alle so steil wären. Naja, jetzt habe ich wahrscheinlich den Pass sozusagen erklommen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Das geht jetzt wahrscheinlich genauso steil wieder runter auf der anderen Seite. Mal sehen. So, endlich mal ein Hinweis auf die Via Claudia Augusta. Ich bin jetzt hier in Mola. Kann man jetzt schlecht sehen, weil es von der Sonne zweiteilig beschienen wird. Aber das war ein ganz schöner Kampf. Konnte mir gar nicht vorstellen, dass die Römer auch hier über diesen Berg gegangen sind. Aber sie sind es wohl. So, jetzt mal schnell das Trinkwasser auffüllen. Ich habe bestimmt auch 1 Liter ausgeschwitzt hier rauf. Man weiß nie, wann das nächste kommt. So, die Bänke im Schatten gehören jetzt mir. Hier wird jetzt mein Panino con Formaggio gegessen. Ja, ich wundere mich echt, dass die Römer wohl über diesen Berg gegangen sind und nicht irgendwie unten durchs Tal am Bach entlang, wo die Hauptstraße geht. Aber die Hauptstraße geht dann auch noch durch einen Tunnel. Also die hätte man auf keinen Fall fahren können. Naja, ich muss mir die Karte noch mal genau angucken. Zum Glück habe ich das vorher nicht gemacht. Sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier hochgegangen. So, jetzt gibt es erstmal ein Brötchen mit Käse. Ob das wohl das Gipfelkreuz ist? Ich glaube es nicht. Es geht wahrscheinlich noch weiter hoch. Jetzt geht es auf dem Wanderweg weiter. Es wird also richtig abenteuerlich heute. Ich weiß nicht, ob ich die 20 Kilometer zum nächsten Campingplatz schaffe. Eigentlich hatte ich ja vor, 40 zu fahren. Dachte, das wäre wenig. Da hatte ich die Karte nicht richtig angeguckt. Oh je. Ja, jetzt geht das alles wieder runter, fast bis auf Straßenniveau. Und dann über diese Nase, die ins Tal reinragt, mit einem wahnsinnig steilen Pass. Also das mache ich jetzt nicht mit. Ich suche mir da unten einen Weg durchs Tal. Das muss doch möglich sein. Es wird zwar wieder ein Umweg, meine Abkürzung, aber ich habe jetzt keine Lust, so einen sinnlosen Berg da zu fahren. Jetzt hier auf der Talstraße und da führt momentan noch ein schöner Radweg dran entlang. Mal sehen, wie lange es noch so weitergeht. Die Talstraße hat sich inzwischen auch als Bergstraße entpuppt, aber man kann sie wenigstens fahren und ich muss nicht schieben. Das ist schon mal ein Fortschritt. Gleich kommt ein großer See und dahinter sind Campingplätze und da werde ich mal einen suchen, auch wenn es jetzt erst 2:30 ist, aber bis ich da bin, vergeht auch noch 1, 2 Stunden bei diesem Terrain hier. Ja, ist auf jeden Fall herausfordernd, ne? Damit hätte ich nicht so gerechnet. Ich dachte, vom Reschenpass bis Venedig könnte man runterrollen. Das war ein Wunschgedanke und nicht die Realität. Das ist die Burg Persen. Das ist eine ganz tolle Abfahrt durch eine wunderschöne Schlucht und da unten liegt ein grüner See. Aber ich kann nicht anhalten und fotografieren oder filmen, weil da ist einfach kein Platz. Und die fahren hier wie die Verrückten. Aber zum Glück ist noch gar nicht so viel Verkehr. Der führt irgendwie mehr so da hinten über die Hauptstraße. Da unten sind Campingplätze, aber ich weiß nicht, ob da noch was frei ist. Das sieht ja sehr schön aus hier. Ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, weiterzufahren und nicht auf den Campingplatz zu gehen. Der schien mir so voll. Und kein Baum, kein Strauch. Und dann hätte ich den ganzen Nachmittag da in der so prallen Sonne gesessen. Es ist wie gesagt erst 3 Uhr. Ja, hier diese Straße, auf der ich jetzt fahre, heißt die Via Venezia, glaube ich. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Das ist das Castel Selva. Und ich fahre jetzt die Straße runter und biege dann unten rechts auf eine Nebenstraße wieder ab. Na, abbiegen geht im Moment nicht so gut. Mal sehen, was da kommt. Sieht aus, als wäre es hier ein bisschen entspannter als oben auf der Straße. Schön hier, auch mit den Bergen wieder. Jetzt kann man sich auch endlich wieder auf sie konzentrieren.
Ich habe jetzt hier einen schönen Campingplatz gefunden in Ronkeknot Therme mit einer super Aussicht ins Tal. Aber wie es morgen weitergeht, das weiß ich noch nicht. Und wenn du wissen willst, wo es morgen lang geht, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt: Ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss.